Ich möchte das Video, in dem auch Nacktheit vorkommt, erklären. Es ist von meiner Homepage und meinem YouTube-Kanal, die ich ausschließlich als Künstler betreibe. Das Video ist als Kunstwerk zu einer großen Ausstellung im Jahr 2014 im Stelzheimer Museum in Pramit im Innviertel entstanden. Die Ausstellung zeigt die künstlerische Auseinandersetzung der Künstlergruppe COK mit Franz Stelzheimers Gedichtsammlung Volkslust. Ich bin in einer Performance in alten Kleidern der Größe XXL den Weg vom Linzer Stelzheimer Denkmal quer durch Oberösterreich nach Großbisnern gelaufen. Die künstlerische Vorführung begann damit, dass ich mir bei der Volkshilfe in Linz zuerst alte, übergroße Kleidungsstücke gekauft habe, um mir diese vor der riesigen Stelzheimer Statue im Linzer Volksgarten anzuziehen. Ich wollte die Verwandlung zeigen vom Sohn in Freizeitkleidung und Turnschuhen, der sich dann einen viel zu weiten Anzug überstreift, um in die großen Fußstapfen des Vaters zu treten. Dann bin ich mit einem großen Wanderstock aus Bilderrahmenleisten in 2 Tagen fast 90 Kilometer von Linz nach Großbisenheim zum Geburtshaus von Franz Stelzheimer, der ja den Text zur oberösterreichischen Landeshymne geschrieben hat, gelaufen. Während des langen Weges habe ich mir überlegt, was ich am Ziel zum Abschluss meiner Kunstaktion machen sollte. Mich hat die übergroße Statue geärgert, weil ich aus der Biografie von Stelzheimer weiß, dass er sich antisemitisch geäußert hat und wegen seiner Karriere seine erste Frau und sein Kind im Stich gelassen hat, die dann auch sehr früh gestorben sind. Ich habe in diesem Zusammenhang mit meiner Kunstaktion zeigen wollen, wie es ist, die Rolle einer so gigantischen Vaterfigur zu übernehmen, indem man sich vor der Statue dessen Gewand anzieht, um dann zum Geburtshaus dieser Person 90 Kilometer zu gehen. Nach dieser großen Anstrengung musste ich mich von dieser Rolle befreien. Und diese Befreiung war für mich in diesem Moment, obwohl ich ursprünglich vorhatte, ein Bild auf die große Jacke und Hose zu malen, die Kleidungsstücke des Stelzhammers ein für alle Mal abzulegen, mich ganz nackt auszuziehen, um die alten Fetzen zu einem Paket zu verschnüren, das ich abgeben konnte. Meine Person war nicht mehr verhüllt. Es sollte ein symbolisches Statement sein, dass wir die Schattenseiten dieser Überväter ansprechen und uns damit auseinandersetzen müssen, um sie zu bewältigen und hinter uns lassen zu können. Die Nacktheit bezieht sich auf die Ungeschütztheit und Unschuld eines jeden Menschen bei der Geburt. Ich habe mich bei der Statue in den Stelzheimer verwandelt. Das Ausziehen und Verkleiden war dort meine Geburt als Stelzheimer. Und am Schluss beim Geburtshaus, wo der Stelzheimer als Baby selbst nackt war, dort bin ich nach der Belastung, als diese Person unterwegs gewesen zu sein, als Thomas Enzenhofer wiedergeboren worden. Diese Kunstaktion, die Fotos und Filme haben den Titel Stelzheimer, Seltsamer, Volkslust, Volkshilfe.